Heute geht es um Visualisierung. Ja, das ist ein Thema, was für mich auch relativ neu ist. Ich habe da so ein bisschen geguckt, was man so machen kann und was Sie so schon programmieren können. Sie sind jetzt ja alle Programmierer und Programmiererinnen neuerdings, habe ich nach den Übungszetteln gehört. Und heute werden wir versuchen, sowas zu visualisieren, wie so hier auf dem Bildschirm, solche Plots zu machen. Ja? Und das Gute ist, da gibt es hervorragende Libraries in Python, womit das dann wirklich ganz einfach ist. Ja, und das werde ich Ihnen so ein bisschen zeigen. Und wir werden da was ausprobieren. Hier oben ist zum Beispiel schon der Code. Das kann man also in einer Zeile Code, kann man so einen Plot wie diesen hier machen, wenn man die richtigen Daten hat. Ne? Das gucken wir uns ein bisschen genauer an im Laufe der Vorlesung. Viele der Grafiken sind von der Wikipedia-Seite über Visualisierung und über Infographics. Und die Beispiele, die sind zum großen Teil von so einem Tutorial und Plotly Express. Das ist diese Library, die wir benutzen werden. Zunächst aber eine Art Galerie von tollen Grafiken, wo Leute was visualisiert haben, wo wir uns Sachen abgucken können oder die man jetzt anschauen kann, eher analytisch, und kann gucken kann, wie haben die das jetzt gemacht und warum sind die irgendwie gut. Okay? Hier ist die erste Grafik. Typisches Beispiel, also was immer wieder genommen wird in Vorlesungen, aus dem 10. Jahrhundert, ja, also wirklich sehr, 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 sehr alt. Schauen wir uns mal an, was man jetzt hier sehen kann. Also an der X-Achse ist die Zeit, ja, da wird also ein Zeitverlauf geplottet. An der Y-Achse sind jetzt hier, ist die sogenannte Latitude, also so ein bestimmter Winkel am Himmel, aufgelistet. Und dann gibt es verschiedene Trajektorien und die sind jeweils gelabelt mit verschiedenen Planeten, also das oberste ist Venus, Merkur, Saturn, Sol ist die Sonne, das ist der Mars, das hier Ding, was ist das hier? Suppe? Jupiter. Jupiter, ah, ich kann es lesen, das ist halt ein komisches J hier am Anfang. Und dann gibt es noch Luna am Anfang, der Mond sozusagen. Und Sie sind jetzt Naturforscher, ja, im Jahr 1000 und gucken am Himmel und Sie wollen irgendwie verstehen, wie das alles funktioniert da am Himmel. Ja, und was machen Sie? Sie nehmen sich ein Blatt mit Kästchenpapier und gucken jeden Abend auf den Himmel und messen nachts um 12 Uhr den Winkel, den da praktisch ein Planet, die ganzen Planeten also zueinander haben. Und dann machen Sie das hier in ihr Kästchenpapier. Manchmal ist der Füller kaputt, dann gibt es so dicke Flecken hier oder so. Ja, das ist halt so bei echten Daten. Und dann bekommen Sie dieses Wirrwarr. Und das ist halt faszinierend. Ich meine, wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass sich die Erde um die Sonne dreht und die anderen Planeten auch und so, dann ist das erstmal das Erste, um die Daten zu sammeln. Ja, also schlauer kann man es erstmal nicht machen. Die Theorie, die dahinter steht, sozusagen, wenn man die wissen würde, dann würde man auch einen anderen Plot machen können, der vielleicht viel, viel einfacher aussieht. Aber die Rohdaten sehen halt erstmal so aus. Ja, und das ist aber ganz clever, weil damit kann man praktisch sehr, sehr viele Beobachtungsdaten, die also über einen Zeitraum vielleicht von, also hier sehe ich, der Mond geht einmal hoch und wieder runter, das sind also hier wahrscheinlich so anderthalb Monate oder sowas, um das halt auf einen Blick mal zu sehen und zu visualisieren. Und insbesondere sieht man da hier so eine gewisse Periodizität bei manchen Sachen, ja, oder hier auch. Und das ist dann der Ausgangspunkt zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Ja, also man fängt an in diesem Fall mit Rohdaten. Und dadurch, dass ich sie visualisiere, kann ich eine Hypothese aufstellen, was vielleicht der Mechanismus dahinter ist, den ich verstehen möchte. Hier ist ein anderes Beispiel von William Playfair. Hier, das ist wirklich ein Big Name im Bereich der Infographics. Also der hat sozusagen damals im 19. Jahrhundert komplizierte Sachverhalte geschickt visualisiert. Warum macht man das? Naja, man hat halt einfach erstmal irgendwelche Bücher mit ganz vielen Zahlenkolonnen da drin. Ja, man will aber vielleicht dem König oder sonst wem da mal reporten, was können wir denn da jetzt für Wissen rausziehen aus diesen Zahlenkolonnen? Und dann hat er halt diese Infographics gemacht. Und zwar geht es hier um die Importe und Exporte nach Dänemark und Norwegen aus England heraus. Und er hat jetzt hier zwei Bereiche identifiziert. Einmal, wo die Importe, wo wir mehr importieren als exportieren, und einmal umgekehrt. Und da hat man also hier zwei States. Einmal ist die Balance against England und einmal ist sie in favor England. Da hat er sozusagen das Essentielle hier rausgezogen. Insbesondere sieht man hier in der Entwicklung, dass es scheinbar in favor of England dann weitergehen wird sozusagen. Das ist eine tolle Visualisierung. Hier ist auch an der X-Achse die Zeit. An der Y-Achse ist amount of money, wenn man so will. Also für wie viel Pfund Sachen importiert und exportiert wurden. Und dann werden hier noch zwei Gebiete markiert, die sozusagen, wo man so eine Art State Switch hat. Das wechselt dann also. Plötzlich hatten die Engländer mehr rausgeschickt. Eine andere Grafik von William Playfair ist, hier, er nennt das Linear Chronology. Chrono ist was mit Zeit, lineare Zeit, also diese X-Achse ist die Zeit.
Ja, und dann werden also der Preis von irgendwelchen Aktien und Brot irgendwie hier reingeplottet über einen großen Zeitraum. Und auch da wieder, das erinnert mich jetzt so ein bisschen an das Diagramm mit den Sternen. Man hat gar keine mathematische Theorie dazu, wie das Ganze funktioniert hier. Man sammelt erstmal die Daten und plottet das dann. Und dann will man nach irgendwelchen Mustern suchen. Und die Muster, die er hier findet, sind hier markiert mit so einem schwarzen Balken. Hier gibt es halt den Amerikanischen Krieg und hier gibt es einen anderen Krieg gegen die Französische Republik. Und noch einen Krieg gegen Napoleon. Und man kann dann also in Beziehung setzen, wie diese Ereignisse sozusagen dazu geführt haben, dass plötzlich der Brotpreis durch die Decke geht oder sowas. Ja? Und man lernt dann was über diese Mechanismen kennen. Also man nimmt die Daten und man hebt sie wie einen Schatz, ja? Indem man sie dann visualisiert und dann da irgendwelche Muster drin erkennt, die dann auch wieder die zukünftige Politik bestimmen können. Ja? Wie soll man entscheiden, was soll man machen, bla 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 bla. Nächste Infografik von Charles Minard, auch relativ alt, 1869, stellt den Feldzug von Napoleon nach Moskau dar. Ja? Und im Wesentlichen ist es so, die Breite von dem Strich jetzt hier trägt auch Informationen, und zwar die Anzahl der Soldaten, die noch leben und die noch vorwärts marschieren. Ja? Und dieses Graue ist praktisch, da geht es von Westen nach Osten, und der schwarze Strich ist praktisch der Rückzug von Napoleons Feldzug, wie es wieder zurückgeht. Und das ist halt, da sieht man den Wahnsinn von diesem Kriegszug, wie viele Leute am Anfang angefangen sind und dann durch irgendwelche Seuchen, Kämpfe und so weiter dahingerafft wurden und wie viele am Ende zurückgekommen sind. Ja? Also sehr interessant visualisiert. Hier an der X- und Y-Achse, was ist da? In gewisser Hinsicht ist die Zeit an der X-Achse, weil das natürlich korreliert mit von Westen nach Osten zu gehen und wieder zurück. Allerdings ist hier an der X- und Y-Achse, das sind praktisch die Koordinaten, wo sich die Armee gerade befindet. Das heißt, das ist also eine Art Karte, auf der sozusagen dann diese Armee durch die Gegend wandert. Man kann auch so Abzweigungen machen und sowas, und das kann man alles hier drin darstellen. Des Weiteren wird hier noch unten ein Diagramm dran geklebt mit einer Temperatur. Da wird also sozusagen die Ortstemperatur noch geplottet. Und da sieht man, wie schlimm der Winter wird. Hier steht minus 30 Grad und wie immer mehr Leute sozusagen auf dem Rückzug dann auch umgekommen sind. Ja. Und das ist einfach nochmal eine ganz andere Darstellung der Geschichte sozusagen. Es gibt natürlich die Statistik, die dann geführt wurde während solcher Kriegszüge. Ja, das ist so eine Zahlenkolonne. Und dann gibt es vielleicht noch Leute, die das irgendwie literarisch verarbeitet haben oder sonst wie. Das ist aber einfach sozusagen eine sehr Factfulness, also mit sehr vielen Fakten visualisiert auf einen Blick, wo man dann sehr viel über diesen Krieg lernen kann. Ja? Also auch ein Meisterwerk von Visualisierung. Hier ist ein anderes, was ganz anderes aus dem Jahr 2014. Wie habe ich die jetzt ausgewählt? Ich habe bei Wikipedia geguckt, was es so gibt, und die Sachen kann man halt alle wunderbar benutzen in so einer Vorlesung, weil man sie halt auch benutzen darf in einem Video. Ja? Deswegen sind das also bestimmte Grafiken, die Sie vielleicht schon mal gesehen haben. Hier wird ein Graph dargestellt, der sozusagen irgendwie das soziale Netzwerk von Hunderten der League of Nations Mitglieder darstellen. Die League of Nations war so eine Art United Nations in den 20er Jahren. Und es gibt da halt Dokumente, wie die Leute halt miteinander korrespondiert haben, mit Briefen und so weiter. Und das kann man halt auch grafisch darstellen. So ähnlich wie ein soziales Netzwerk heutzutage sozusagen auf irgendeiner Internetseite, wo sie vielleicht aktiv sind. Und da sieht man dann halt Leute, die besonders wichtig sind, sogenannte Hubs. Die haben halt sehr dicke Verbindungen zu ganz vielen Leuten, sehr viel Kommunikation mit vielen Leuten. Andere sind eher so hier so am Rand. Die haben auch mal irgendwie Informationen mit diesem Netzwerk gehabt. Aber die wichtigen Leute, das sind diese hier. Ja. Und man fragt sich wieder, was ist X- und Y-Achse? Hier ist die X- und Y-Achse beliebig. Ja, das ist also eher nur eine Art, um das so ein bisschen zu entzerren, um den Punkten Raum zu geben. Hat aber jetzt nicht eine direkte Interpretation. Eher die Größe vom Knoten ist vermutlich so eine Art Wichtigkeit oder vielleicht Amount of Communication oder was weiß ich. Dann gibt es noch diese Verbindungen. Je nach Dicke sind die auch stärker oder weniger stark. Ne? Auch eine interessante Form von Visualisierung. Eine weitere Infografik, eine, die vielleicht sogar die interessanteste jetzt hier von dieser Galerie. Zunächst mal sehen wir gar nichts. Woran liegt das? Das Ganze ist ein Movie. Und schauen wir uns diesen Movie jetzt mal an. Ich spiele ihn mal ab. Da sehen wir also Folgendes. Da wird jetzt eine Trajektorie drauf gemalt und es geht durch die Zeit. Und diese Trajektorie, die geht immer im Kreis rum. Ja, also immer Januar, Februar, März und so weiter. Das sind also die Monatstemperaturen, die globalen Monatstemperaturen auf der Erde. Ja, und zwar kreisförmig angeordnet. Das heißt, es gibt jetzt hier keine richtige X-Achse, sondern es gibt so eine Achse, die geht von innen nach außen. Und innen ist kälter, außen ist wärmer.
Ja, das ist also die Sache, die visualisiert wird. Dann gibt es so eine kreisförmige Achse für die Zeit. Ja, die geht also hier immer im Kreis. Ich hüpfe da mal an den Schluss und mache Pause. Ja, wie geht das? So. Und das heißt, hier habe ich noch Februar, März und dann ist Schluss. Deswegen sind hier auch immer so gerade Linien. Diese Punkte werden halt einfach verbunden. Und dann wird sozusagen diese Achse von innen nach außen, da sind auch Marker dran. Und die Marker sind aber so Kreise. Das heißt, sobald ich diesen Kreis hier überschreite, habe ich irgendwie 1,5 Grad über so eine bestimmte Minentemperatur oder sowas. Und hier hätte ich 2,0 Grad über diese Temperatur. Dann gibt es noch Farbe in diesem Graphen. Und Farbe ist im Prinzip auch gleich Zeit. Ja, das heißt also, die Farbe wechselt durch die Zeit von Blau über Gelb zu so einem rötlichen Ton. Das ist jetzt irgendwie hier relativ geschickt gemalt, sodass es so nach außen hin also immer röter wird auch. Ja, und da sieht man also jetzt dran eine Visualisierung der Temperaturänderung von 1850 bis 2016. Auf einen Blick kann man da also so eine Tendenz feststellen, dass die Erde scheinbar wärmer wird, in diesen Daten sozusagen. Ja. Da hat man jetzt nicht den Eindruck, dass es irgendwie zufällig fluktuiert, mal wärmer, mal kälter. Dann würde man halt jetzt nicht außen nur gelb haben, sondern dann hätte man außen auch alle anderen Farben. Ja. Aber man hat halt außen nur gelb. Das sind also die letzten Jahre, wo es besonders warm ist. Jetzt kann man sich noch fragen, was soll das hier mit diesem Kreis drehen? Irgendwie ist die Einteilung Januar, Dezember und so ist ja relativ egal, aber das hat halt den Vorteil, dass ich mehrere Jahre, den gleichen Monat kann ich halt vergleichen für mehrere Jahre, weil die Punkte halt alle schön beieinander liegen. Tendenziell würde man jetzt für die Nordhalbkugel so einen Kreis machen, dann würde man halt so eine Verschiebung haben, dass diese Scheibe sozusagen etwas nach unten verschoben ist, weil die Sommer halt typischerweise wärmer sind als die Winter. Ja, aber global macht das also nicht so einen großen Unterschied. Und dass das Ganze jetzt so im Kreis ist, dass nach Dezember, Januar kommt, das ist ja auch so, nur dass man dann halt das nächste Jahr hat. Und diese Kreisförmigkeit, die ergibt sich ganz natürlich, ja, weil sich die Erde um die Sonne dreht. Ja, in gewisser Hinsicht drehen wir uns ja um die Sonne im Kreis und es wiederholt sich immer der gleiche State sozusagen. Der Sommer-State hat einen bestimmten Abstand von der Sonne, der Winter-State hat einen bestimmten Abstand von der Sonne. Das heißt, da macht es Sinn, die Sachen zu vergleichen. Es macht also Sinn, Januar-Datenpunkte mit Januar-Datenpunkten zu vergleichen und Sommer-Datenpunkte mit Sommer-Datenpunkten. Ja, das ist also ziemlich clever gemacht, diese Darstellung. Sie können auch auf diese Webseite gehen, da gibt es das dann auch noch bis 2019, ja, wenn Sie da noch sehen wollen, wie es weitergeht. Gut, das sind jetzt alles Beispiele für tolle Visualisierung. Ja. Man kann also sehr kreativ sein und wir gucken uns so ein paar heute an, erstmal einfachere, ja, aber wir werden es ziemlich weit pushen. Es gibt da eine schöne Toolbox, die wir benutzen werden.